Ja, herzlich willkommen bei Eingeschenkt TV zu einer weiteren Folge von Eingeschenkt TV im Gespräch. Für mich schließt sich jetzt gerade ein Kreis, weil jetzt das erste Mal quasi der Sender zusammenkommt mit meinem Unternehmen Helmert Seminare, wo wir heute uns treffen auf den sogenannten vierten Helmert Seminartagen. Ja, und da begrüße ich ganz herzlich den Dr. Hans-Joachim Maatz, seines Zeichens Psychoanalytiker, Psychotherapeut und Buchautor und langjähriger Chefarzt des Diakonischen Krankenhauses, Psychiatrischen Krankenhauses in Halle. Herzlich willkommen, Dr. Maatz. Ja, hallo. Eine weitere Premiere heute für uns ist, wir haben heute Publikum. Das ist das erste Mal für Eingeschenkt TV, Cora Publikum. Ja, Herr Maatz hat gerade einen Vortrag gehalten zum Thema Normopathie-Gesellschaft, Normopath-narzisstische Gesellschaft, das falsche Leben. Und wir sind da zum Schluss schon so ein bisschen in das Thema reingekommen, Körperpsychotherapie, Körper. Und das wäre auch mein Anliegen heute an Sie. Was hat denn der Körper, was hat denn vielleicht auch das Thema Sexualität für gesellschaftliche Konsequenzen im augenblicklichen Zustand, den wir jetzt erleben? Das heißt, wie wichtig ist Körperlichkeit? Wege der Gefühle. Also Gefühle sind Körperprozesse. Ja? Wenn wir wütend sind, dann wollen wir schlagen, treten, uns verteidigen und so. Wenn wir weinen, dann rollen die Tränen, dann zittern die Wangen und der Brustkorb und so weiter. Das heißt, Gefühle werden körperlich ausgedrückt. Und die Körperpsychotherapeuten haben auch herausgefunden, dass es einen Ganzkörperausdruck von Gefühlen gibt. Ne? Also wenn man jetzt meinetwegen traurig ist, fangen vielleicht die Augen an, ein bisschen rot zu werden, dann rollen Tränen. Und wenn es aber weitergeht, wird der ganze Körper erfasst, zittert, erschüttert und so weiter. Ja? Und dieser volle Gefühlsausdruck ist wichtig, um innerseelische Spannung abzuführen. Und innerseelische Spannung entsteht immer dann, wenn man Erfahrungen hat machen müssen, die einem nicht passen, die einem nicht gefallen, die einen kränken, verletzen oder auch defizitär hinterlassen in Beziehungen. Und die Körperpsychotherapeuten, vor allen Dingen angefangen von dem großen Pionier Wilhelm Reich, haben eben auch gefunden, dass ungestillte Bedürfnisse verbunden mit ihren Gefühlen, also wenn ich eben verletzt werde, bin ich wütend, wenn ich nicht hinreichend geliebt werde, ist das schmerzlich und so. Die werden eben auch im Körper gespeichert, wenn sie nicht zum Ausdruck gekommen werden und im Wesentlichen unserer Muskulatur. Okay. Wir wundern uns manchmal, dass wir Rückenschmerzen haben, Nackenschmerzen haben und manchmal passiert es sogar, wenn man damit zu einem Physiotherapeuten geht und massiert wird, dass man plötzlich weinen muss. Mhm. Die guten Physiotherapeuten wissen das, weil sie greifen eben nicht nur in die Muskulatur, sondern sie greifen in die Gefühle, die in der Muskulatur gespeichert sind. Energetisch gespeichert sind. Ja? Und deshalb ist die Körperdimension auch in einer Therapie so wichtig, weil sie uns hilft, wieder aufgestaute, gespeicherte Gefühle, Affekte zu erkennen und in Bewegung zu bringen und zum Ausdruck zu bringen. Und der Gefühlsausdruck, das halte ich überhaupt für das wichtigste Mittel, um halbwegs gesund bleiben zu können in einer Welt, die einen zwingt, entfremdet zu leben. Also permanente Chance zum Gefühlsausdruck wäre für mich eine ganz wichtige Sache. In jeder Schule, man könnte das als Grundfach, Gefühlskunde, wie lerne ich Gefühle wahrzunehmen, wie kann ich sie ausdrücken, aber wie kann ich sie auch beherrschen. Okay. Ja? Denn wenn ich im Auto fahre und mich plötzlich was aufregt oder ärgert, muss ich das beherrschen können, sonst bin ich nicht mehr fahrtauglich. Ja? Das ist also eine ganz wichtige Erfahrung oder Übung und vor allen Dingen aber der Gefühlsausdruck. Also die Patienten und ich selber, wo wir körpertherapeutisch auch gearbeitet haben, lernen im Grunde genommen, sich meinetwegen jeden Abend eine halbe Stunde hinzulegen, um über das, was sie tagsüber haben, zurückhalten müssen an Enttäuschung, an Ärger, an Wut, um das loszulassen, um nicht weiterhin im Stress zu sein und am Ende dann daran Symptome und Krankheiten zu entwickeln. Okay. Jetzt haben wir ja verschiedene Grundgefühle.
Ich glaube, es gibt 7. Ekel, Angst, Wut, Freude, Überraschung. Ja, für mich ist es Aggression, Schmerz, Trauer und Trauer, Freude und Lust. Trauer, ja. Lust. Ja. Gibt es Gefühle, die wir besonders stark verdrängen, im Sinne von, die erlauben wir uns am wenigsten? Und gibt es Stufen, dass quasi zum Beispiel hinter Wut oft Angst steckt? Ja, ja. Also in unserer Kultur, christlich geprägt, ist die Aggression am meisten tabuisiert. Mhm. Ja, der Mensch soll ja nicht gewalttätig, mhm, frech, laut werden oder so. Was natürlich dann stimmt, wenn Aggression aufgestaut ist, die sich dann entlädt in, ja, Gewalt. Ne? Das sollte nicht sein, aber deshalb wäre es wichtig, schon den kleinen Ärger, die kleine Wut, ja, wahrzunehmen und zum Ausdruck zu bringen. Und weiterhin ist tabuisiert die Lust. Mhm. Also das ist ja auch reiches Erfahrungsgut, dass die körperliche Lust, also vor allen Dingen natürlich sexuelle Lust, aber auch im Grunde genommen alle Bedürfnisse, die befriedigt, mhm, werden, erzeugen Lust. In diesem Spannungsfeld wird ein Bedürfnis nicht erfüllt, Unlust, oder Spannung, Freude, Stress. Genau. Und Befriedigung ist Entspannung, ist Lust. Mhm. Und bezogen auf Sexualität ist ja über Jahrhunderte im Grunde genommen dieses Thema auch tabuisiert worden. Bestenfalls, dass man dann vielleicht mal im Laufe seines Lebens aufgeklärt ist oder so, wie das passiert, wie man sich zusammenzustecken hat und dass man sich... Nur eine Missionarstellung. Ja, dass es verschiedene Stellungen gibt, genau, und dass man sich irgendwie bewegen muss, genau, und so weiter. Aber über Lust, und das hat Wilhelm Reich eben auch als die orgastische Potenz, ja, beschrieben, da ist bis heute wenig Wissen, also Aufklärung Wissen, weil... jetzt bleiben wir bei diesem Bild. Wir stauen unsere Gefühle, wir halten unsere Gefühle zurück, vor allen Dingen muskulär. Mhm. Wenn ich viel, also weiß ich, Kränkung, Verletzung, Wut aufgestaut habe, bin ich im Grunde genommen körperlich nicht lustfähig. Also die Muskulatur, ja, ist energetisch, ja, blockiert mit solchen Gefühlen. Okay. Und zur wirklichen Befriedigungslust, auch zur sexuellen Lust, gehört im Grunde genommen der freie Energiefluss. Ja. Wenn man also in der Sexualität zusammenkommt, wird im Grunde Energie nochmal durch das Zusammensein und das gemeinsame Bewegen aktiviert und hergestellt. Ja. Die muss aber jetzt eigentlich den ganzen Körper durchfließen können, damit, mhm, sie eine wirklich orgastisches Gefühl macht. Ja. Und wenn da zu viel aufgestaut ist, ja, schmerzliches, wütendes, dann kann die Lustwelle nicht wirklich erfolgreich sein. Ja. Deshalb passiert es zum Beispiel manchmal, also ich habe das schon öfters gehört, dass bei einem besonders intensiven sexuellen Erlebnis die Partner oder jemand plötzlich weinen muss, mhm, und erschrickt und, mhm, das war doch gerade so schön. Ja, oder, war was, ne, falsch. So. War was, mhm, falsch oder so, ja. Und dann erklärt sich das, dass im Grunde genommen die jetzt durch Sexualität aktivierte Lust das Aufgestaute mit öffnet, mit, ja, aufreißt. Ja, den, ja, Panzer öffnet. Und dann das plötzlich hat man eine schmerzliche Erinnerung, was da aufgestaut. Übrigens kennt man zum Beispiel im Sport oder sonst, wenn man irgendwo auf dem Siegertreppchen steht, ja, ja, plötzlich im Augenblick des höchsten Erfolges, des, ja, höchsten Glückes, ja, jetzt mal bezogen auf diese Leistung, muss der Sieger weinen. Ja. Und dann sagen die Reporter, die nichts verstehen von dem, okay, eigentlichen Problem, Freudentränen. Ja. Freudentränen gibt's nicht. Ja. Wenn man Freude hat, dann jubiliert man, dann, ja, springt man, hüpft man, richtig, schreit man lustvoll oder so. Ja? Nein, in dem Moment des höchsten Glücks, es ist eine besondere affektive Erregung. Mhm. Lustvoll schon, auch für den Erfolg der eigenen Leistung, wird das Wund, was man hat aufgestaut, also ein Sieger hat ja ein erbärmliches Leben über Jahre lang führen müssen, weiß ich, mit 6 Stunden Training am Tag oder sowas, ja, ja? Also viel Entbehrung. Ja, viel Sympathikotonie letztendlich, genau, Anspannung. Genau, ja, viel Anspannung. Und die löst sich in dem Moment
Und dann bricht im Grunde genommen durch dieses Erfolgsgefühl eben das mit durch, was man an Mangel, an Last, an Stress sehr lange Zeit hat mit aushalten müssen. Ja. Bevor wir dieses Thema vertiefen, das Thema Lust, würde ich ganz gerne mal einen Haken schlagen zu dem Thema Wut und vielleicht fragen, ob der Satz stimmig ist und sein könnte, weil Sie sagten, lieber die kleine Erregung zulassen, die kleine Wut zulassen. Es gibt einen schönen Satz, den ich kenne, wenn du dem Bösen in dir keinen Raum gibst, wird es sich einen Raum nehmen. Ja. Und Sie das unterschreiben so? Ja, genau. Okay. Ja. Wobei, der Satz stimmt natürlich, aber vor allen Dingen, sagen wir mal, philosophisch. Symbolisch eben. Ja, symbolisch, philosophisch. Aber das stimmt nicht, wenn man Aggression für was Böses hält. Ne? Ja. Also Aggression ist was Normales, was Richtig. Gesundes, was Notwendiges. Ja. Also immer, wenn ich in Gefahr bin oder mir irgendwas droht, ist es zu Recht, bin ich angespannt und auf Verteidigung oder Flucht programmiert. Ja? Nur wenn das eben nicht sein darf, wenn ich erstarre, wenn ich weder weglaufen darf, noch mich verteidigen oder wehren darf, dann staut sich das auf und dann kann es sozial böse werden, indem man dann irgendwann zur Keule greift oder gehässig wird oder in den Krieg zieht oder so. Ja. Was natürlich den Schatten auch mit einschließt, ne? dass man sagt, okay, sich auch das anschaut, was man ja oft an sich selbst nicht wahrhaben will, aber trotzdem eben auch in sich hat. Ja. Keine Ahnung, die eigene Geilheit, die eigene Lust, die eigene auch Fantasie, jetzt schüttel ich den mal durch und das lasse ich mir jetzt nicht gefallen. Ja. So, dass man damit einen reflektierten Umgang kriegt. Ja. So dieses Thema, wer nur ins Licht schaut, holt der schwarze Mann von hinten. Ja. Oder man sucht das, was er bei sich selbst nicht wahrhaben möchte, in Projektion im Außen. Im anderen. Okay. Ja, dann, deshalb denunziert man dann, du bist geil, du bist böse, du bist falsch. Ja? Und eigentlich ist man selbst, aber will es nicht wahrhaben und die anderen sollen jetzt im Grunde genommen das Negative übernehmen. Ja. Okay, vertiefen wir die Lust. Wilhelm Reich, so wie ich ihn verstehe, hat ja gesagt, orgastische Potenz. Jetzt könnte ja das Publikum denken, orgastische Potenz, ich bin orgastisch potent, ich kriege Orgasmen. Das ist aber ja nicht das, was Wilhelm Reich meint. Wilhelm Reich meint ja mit orgastischer Potenz quasi ein Vibrieren, ein Ganzkörper Vibrieren, wo quasi von oben bis unten eine Art Welle einen erfasst, ein sogenannter Orgasmusreflex, den man zum Beispiel auch bei Babys beobachten könne, wenn Babys an der Mutterbrust saugen und dann so ein wohliges Vibrieren kriegen. So. Und das ist ja, glaube ich, der Punkt, dass dann an unterschiedlichen, er nennt das, glaube ich, Segmenten, Panzersegmenten, Stauungen oder Blockierungen entstehen im Grunde. Halspanzer, ich erlaube mir nicht, etwas zu sagen, ich unterdrücke meine Stimme, ich unterdrücke meinen Ausdruck oder ich kann was nicht schlucken. Ein Brustpanzer, ich fühle mich beengt, wie auch immer, mir drückt was aufs Herz. Und wenn es Segmente gibt, die da blockiert sind, diese Welle, dieser Orgasmusreflex nicht fließen könnte und im Grunde genommen sind doch da heute die meisten Menschen blockiert. Und ich habe erlebt, als ein Freund von mir bei einer Körperpsychotherapie war, wo er auf diesen Panzerungen behandelt worden ist, danach das erste Mal wieder eine Sexualität mit seiner Frau hatte, wo sie dann, als er kam, dachte, sie müsse jetzt einen Notarzt rufen, weil er irgendwie ist es jetzt ein epileptischer Anfall. Ja. Und es war aber einfach ein völliges, unwillkürliches Zucken. Und ich habe das einmal auch bei einer Therapie erlebt, so miterleben dürfen, wie eine Frau, die lange blockiert war, das war eine Arbeit im Wasser, dann auch so, und da habe ich das erste Mal live erlebt, wie da wirklich eine Welle durch diese Frau ging. Und das hatte jetzt nicht, oder glaube ich, dass das nicht nur was mit Lust, mit sexueller Lust zu tun hat, sondern einfach mit ungebremsten, ungefilterten, unblockierten Leben. Also der sogenannte Orgasmusreflex, den hat Wilhelm Reich natürlich auf Sexualität bezogen, aber die orgastische Welle ist eine Gefühlswelle, Entladungswelle bei allen Bedürfnissen, die wir uns gestatten. Und er hat ja so eine sehr einfache Formel dafür entwickelt und die heißt Spannung, Ladung, Entladung, Entspannung. Ja. Ja? Das heißt, alle unsere Bedürfnisse, die wir haben, melden sich als Spannung. Okay. Und jetzt sind wir durch dieses Spannungsgefühl genötigt oder verführt, für Befriedigung zu sorgen. Mhm. Und wir brauchen eine energetische Ladung. Mhm. Ne? Sexualität, dass man zusammenkommt, dass man sich bewegt miteinander oder so. Oder bei anderen Gefühlen, dass man eben das jetzt sucht, was man braucht, Nahrung zu sich zu nehmen oder tiefer zu atmen oder so. Und
wenn eine bestimmte Ladung da ist, kommt es zur Entladung, energetische Entladung, die eine Befriedigung, eine Entspannung auslöst. So, und diese Entspannungs- oder Entladungswelle, die ist tatsächlich gebunden, wie frei ist der Körper muskulär, dass diese Energie durch den ganzen Körper. Gibt es vibrieren. Muskelblockaden? Ja, gibt es vibrieren. Muskelblockaden? Muskelstau, also diese Verspannung, die wir kennen, ist das eine Blockade und es fließt nicht weiter. Deshalb, wenn wir uns sexuell unterhalten, gibt es eine Sexualität, da manchmal kommt man überhaupt nicht zur Lust. Manchmal kommt man zur Lust, es bleibt aber genital beschränkt. Ja, ja? Ja. Gut, ist man auch schon zufrieden. Ja? Absolut. Aber ne, weil diese Welle durch den ganzen Körper eben sehr abhängig ist, erstens von dem, was bringe ich mit aus meiner ganzen Lebensgeschichte, oder aber was habe ich heute und in den letzten Tagen ist wie eine Historie. Aufgesammelt okay. und bin noch beladen damit. Also wir kennen das ja auch, dass manche sagen, nee, ich habe überhaupt keine Lust zur Sexualität, ich bin noch befasst mit dem Ärger von heute und so weiter. Das ist auch berechtigt. Da ist eine Stress, noch zu viel Sympathikotonie. Der verhindert diese Entstehung von Lust. Deshalb, ich habe immer mal so gesagt, so ein bisschen ironisch für die Menschen, die bei mir körpertherapeutisch arbeiten, bevor du ins Bett gehst, geh auf die Matte. Ja. Und die Matte ist sozusagen das Symbol dafür, dass man dort erstmal guckt, was ist denn aufgestaut. Also atmen und Empörung, Schmerz Thema, so loslassen, um dann befreiter ins Bett zu gehen und nicht sozusagen mit den Alltags- oder den lebenslang aufgestauten Problemen Sexualität machen zu wollen. Ja. Könnten Sie vielleicht ganz kurz so diese Panzersegmente, die es da gibt, so von oben nach unten mal so vielleicht die dazu assoziierten Krankheitsbilder so ein bisschen mal ganz kurz anreißen? Naja, es sind sieben Segmente und zwar deshalb Segmente, weil es einen funktionalen Zusammenhang gibt, wie diese Muskulatur zusammenarbeitet. Also oberste ist Stirn, Kopfhaut und Augen. So verpresst sein. Ja, so. Zweites Mund, Kiefer. Das sind, glaube ich, viele auch, ne? Ja. In unserer Gesellschaft, also, die knirschen nachts. Ja, wir können, also wenn wir körpertherapeutisch arbeiten, fangen wir meistens von oben an. Ja? Okay, und, das gibt eine Richtung. Und wenn hier Verspannungen sind kann's und nicht man nicht öffnen kann, kommt doch nichts raus. Ja. Ja. Dann der Hals, der Nacken. Hals ist deshalb wichtig, weil fast immer zur Gefühlsarbeit die Fähigkeit gehört, die muss man auch manchmal unterstützen, gibt Ton. Ne? Also wir sind gewohnt, so, ja. Und richtig Ton, richtig brüllen, richtig sich öffnen, können die meisten nicht mehr oder sind beladen. Oder auch weinen. Ne? Ja, mit der Angst. Ja. Ja? Also Kehle öffnen. Wir fangen manchmal nur an, liegen, atmen und gib mal Ton. So. Okay. Das heißt, dieses Segment wird geöffnet und das ist deshalb wichtig, weil alle Energien, die in den tieferen Segmenten muskulär gespeichert sind, ja einen Ausdruck brauchen. Und okay. Es muss nach oben kommen. Und der wesentliche Ausdruck oben ist eben die Kehle, Ton geben und die Augen. Mhm. Mit den Augen blitze ich oder sehne ich mich oder so. Ne? Also auch das gehört dazu, dass die Augen wieder so befreit werden in ihrer Funktion, dass sie senden und empfangen können. Mhm. Ja? Kann man üben, wenn man sitzt zusammen und jetzt sendet einer mal und jetzt empfange ich mal, was der andere mir mit Augen sendet. Gut, dann kommt der Brustkorb mit den Armen. Ganz kurz bei der Kehle verbleiben. Das ist jetzt ein bisschen provokant, ich habe es einfach mal gehört. Da hat mein Analytiker gesagt, ich komme jetzt gar nicht mehr auf den Namen, oder im Interview habe ich es auch gehört, dem Asthmatiker steckt der Phallus des Vaters im Hals. Ja. Ist es denn so einfach? Nein, das ist Unsinn. Unsinn. Ja. Okay. Also, wer weiß, dass er auch mal irgendwann so sein konnte. Nein, das ist oder Unsinn. Die Migräne wäre ein nicht genital gezündeter Orgasmus im Kopf.
Nein. So einfach ist es dann nicht? Nein, okay. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Okay. Also solche einfachen Deutungen sind... Okay. Das ist dann Hausformtheorie. Ja, es mag irgendwann mal in irgendeinem Fall stimmen. Nein, okay. Die seriöse analytische Arbeit ist, die individuelle Genese herauszufinden. Ne? Okay, gehen wir tiefer. Ja, also dann kommt Brustkorb mit den Armen. Ja. Schulterbereich? Ja, auch. Ja, dieses gehört zum vierten Segment. Ist deshalb wichtig, weil wir auch oft verlernt haben, tief zu atmen. Mhm. Oder andersrum, wir haben gelernt, auf unwillkürlich, wenn ich in besonderer Erregung bin und eigentlich losschlagen oder weinen oder brüllen möchte, was ich aber erziehungsgemäß nicht darf, ist mir verboten. Muss ich. Halte ich mich, ziehe ich mich zusammen und höre auf zu atmen. Ja. Ja, auch das, wenn wir wieder von der Sexualität sprechen, berichten immer wieder Leute, dass in dem Moment, wo Lust sich ankündigt, sie aufhören mit Atmen. Ja. Also, es wird zu bedrohlich, es wird zu viel. Okay. Und sich dadurch ausbremsen. Ja. Ja, immer, weil das zu viel sein könnte an Erregung. Mhm. Ja. Also nicht mehr kontrollieren. Ja. Die Angst vor Kontrolle, vor Kontrollverlust. Deshalb arbeiten wir mit dem vierten Segment sehr viel. Okay. Also liegen, vertieft atmen. Also vertieft atmen ist immer Brustkorb tief und dann den Bauch nachholen. Und mit dem Bauch wieder ausatmen, da sind wir schon beim nächsten Segment, also Zwerchfell. Also die vertiefte Atmung, die im Grunde genommen das, was muskulär im Brustkorb zurückgehalten wird. Meistens sind es Herzensangelegenheiten. Mhm. Ja? Also das Herz ist blockiert. Es wird eben auch, es wird energetisch eben in dem Bereich zurückgehalten. Das ist ja auch eine depressive Haltung. Ja, depressive, genau. Genau. Ermutigen Sie mal einen Depressiven so, sich weit zu machen. Ja, fällt sehr schwer oder es geht sofort was Schmerzliches los. Ja. Ja, weil genau das unterdrückt ist oder ich darf nicht aufrecht, ich darf mich, mich nicht zur Geltung, ich darf mich nicht zeigen, ich darf nicht zur Geltung kommen. Aufrecht stehen. Ja. Ja. Und so haben die Körperpsychotherapeuten schon gelernt, an der Körperhaltung und am Gang zu sehen, was ist mit diesen Menschen energetisch jetzt los. Ne? Geht man gebückt oder geht man aufrecht oder strahlt man oder ist man vorsichtig zurückhaltend oder wie tritt man auf, mehr schleichend, vorsichtig oder richtig hier, bin da und so. Ja? Also der Körper signalisiert dann eben auch die psychische Befindlichkeit. Zwerchfell, was für die Atmung ganz wichtig ist, Bauch und dann schließlich das siebte Segment, das Becken mit den Beinen. Okay. Ne? Also Beine ist Stand. Ja? Ja. Beine ist Bewegung, Wurzel. Ja. Ja? Wie bin ich in der Erde, ich sage mal Muttererbe, wie stehe ich, steh ich da? Ne? Leichtfüßig oder stabil oder so. Beine sind auch für Weglaufen und auch für Aggression. Ja. Ne? Trete. Ich trete den Arsch. Das sind auch körpertherapeutische Übungen, dass man Trittübungen. Genau. Und dann eben das Entscheidende, das Becken im siebten Segment, also was für die Sexualität wieder wichtig ist, dass man das Becken so bewegen kann. Ja? Also wenn ich es mal vormachen darf. Bitte. So, okay. Ja. Also Kopulationsbewegung. So. Dass das Becken sich bringt. So, okay. Ja. Okay. Und das ist eben auch oft behindert, aufgrund dann der Dinge, die nicht sein durften oder Verbote oder Beschämung oder so, sodass im Grunde genommen das Becken nicht mehr frei schwingt. Okay. Ja? Und damit ist im Grunde genommen schon wieder eine wesentliche Blockade hergestellt. Und da kann man auch wieder anfangen zu arbeiten erstmal, indem man das durch Übung... Ja, einfach auf der körperlichen Ebene begegnet. Und die Übung, durch körperliche Übung, das machen die Bioenergetiker, wird dann möglicherweise etwas von dieser Muskelspannung gelöst. Und jetzt kommt der Gefühlsausdruck. Ja. Und jetzt ist aber wichtig, dass man die Verbindung herstellt
Was bedeutet jetzt der Gefühlsausdruck? Ja. Ne? Welchen Sinn hat er? Individuellen Kontext seiner Geschichte. Ja. Sonst hätte man eben nur eine kathartische Urschrei so. Ja, ohne Sinn. Individuell zusammen. Nur zwar Entspannung, aber hätte nichts verstanden. Also ist ja der Körperpsychotherapeut so ein bisschen auch Archäologe der Seele. Also er gräbt alte Panzerungen aus und die Geschichte, die damit zusammenhängt. Ja. Und das kann, wenn ich es richtig verstehe, 20, 30 Jahre zurückliegen. Ja, bis zur Geburt. Dass ich gepanzert bin. Ja, bis Segment, zur Geburt. Ja. Muskulär, faszulär, bindegewebsartig in irgendeiner Form. Ja. Und gänge es umgedreht auch, dass ein guter Körperpsychotherapeut sich quasi einen Menschen vornimmt, ihn betastet, seine Panzerung erfüllt und zumindest thematisch eine Richtung anzeigen kann und sagen kann, hier geht es um das Thema Wut, hier geht es um das Thema Angst. Ja. Das wäre möglich. Ja. Also der Zugang, der historische Zugang zu den Körpertherapeuten ist ja von verschiedenen Berufen ausgegangen. Also natürlich Ärzte, Psychotherapeuten, aber vor allen Dingen auch Physiotherapeuten. Ja. Es gibt ganz bedeutende Physiotherapeuten, die genau diese Erfahrung gemacht haben, dass sie, wenn sie den Körper anfassen oder massieren, genau spüren und erfahrungsgemäß, welche Gefühlsqualität jetzt da offensichtlich die Beschwerden macht. Ja. Okay. Und eine sehr bekannte Physiotherapeutin hat zum Beispiel dann mit Stethoskop gearbeitet. Ja. Sie hat also massiert und mit diesen körperlichen Blockaden gearbeitet und das Stethoskop auf dem Bauch gehalten. Okay. Wir wissen, dass die Darmperistaltik, also die Darmperistaltik nicht nur eine Verdauungsbewegung ist, sondern auch Gefühle verdaut. Ja? Ja. Deshalb sitzt man manchmal und plötzlich hat man Darmgeräusche. Mhm. Da ist was in Bewegung, emotional. Ja. Wir müssten unserem Darm sehr dankbar sein, weil der vieles von dem emotional, energetisch verarbeitet, was wir nicht wahrnehmen wollen. So. Und die hat nun, das hat Bauchgehirn. Richtig. Und die hat nun das Stethoskop auf den Bauch gesetzt, hat ihre physiotherapeutischen Sachen gemacht und dann hören können, wenn der Darm andere Geräusche, nämlich also emotional Geräusche. Orientierte Geräusche gemacht hat und damit die Verbindung herstellen können von ihrer physiotherapeutischen Arbeit zur eigentlichen therapeutischen psychotherapeutischen Arbeit. Wahnsinn. Jetzt mal so ein bisschen in die Gesellschaft jetzt überträgt. Wilhelm Reich spricht ja dann in diesem Zusammenhang, dass der Mensch, jetzt kommen wir vielleicht auch wieder zu dem Thema von vorhin, der Normopathie, dass der Mensch, der sein Leben nicht frei fließen lassen kann, also auch sein Ausdruck nicht frei leben kann, sich panzert und dann nicht nur im körperlichen Bereich, in Segmenten, sondern auch in der Charakterpanzerung. Und dann spricht er in diesem Zusammenhang von emotionaler Pestilenz. Können Sie diesen Begriff erklären? Ja, die Selbstentfremdung, wie vorhin beschrieben, sind in der Regel verbunden mit Gefühlen, die aber nicht zugelassen werden, die werden sozusagen muskulär angesammelt. Deshalb spricht Reich von einem Muskelpanzer und später einem Charakterpanzer. Also erst das Muskel und dann Charakter? Ist das eine Reihenfolge? Ja. Ja, okay. Ja. Weil der Charakter entwickelt sich ja dann praktisch in der Folge der Anpassungsleistung. Ja. Ne? Meistens ist es ja eine Fehlentwicklung, also ist nicht mehr der Charakter, der man sein könnte oder möchte, man sondern der sein man könnte. Sein muss. Okay. Ne? Was heißt das? Das heißt dann, Charakterpanzer, ich verhalte mich so, wie es die Autoritäten wollen. Mhm. Gehorsamsprinzip? Ja, zum Beispiel. Auch bei Milgram? Ja. Genauso, ja. Also Unterordnung, Einordnung, Gehorsam, Pflichterfüllung, immer so, wie es Vorgesetzte oder Autoritäten wollen. Ja? Und solche Menschen können sehr erfolgreich sein in ihrer Anpassung, weil sie das gewünschte Verhalten zeigen. Aber jederzeit auch gefährdet, krank zu werden, weil sie eigentlich falsch leben. Ja? Oder dass es zum emotionalen Ausbruch kommt. Ja, also der Amoklauf, mal nur als ganz schlimmes Beispiel, sagt man immer, das sind ganz unauffällige, nette, friedliche Menschen gewesen, können wir gar nicht verstehen, weil sie nie erfasst haben, dass in einem solchen unauffälligen Menschen sehr viel
berechtigter Hass aufgestaut, berechtigt wegen schlechter Behandlung. Ja. Ja, nie erkannt, damit auch nie ernst genommen. Und dann sucht sich das eben so raptusartig, amokmäßig einen Ausdruck und alle sind erstaunt und verwundert. Ja. Ja. Und ist auch das Thema der unterdrückten Lust, der unterdrückten Sexualität. Ich kenne diesen Satz, wenn Menschen sich nicht lieben dürfen, dann lieben sie sich auf den Schlachtfeldern, wo wir auch eine Symbolik sehen. Wir sehen erregierende Kanonen, wir sehen Ejakulation, wenn Munition verschossen wird. Ist das auch, hat das auch gesellschaftlich was damit zu tun? Hat Krieg was mit gepanzerter Lust zu tun? Ja, da bin ich überzeugt davon, dass Menschen, die, sag mal, eine befriedigende Sexualität haben, aber ich ordne sich nicht mehr töten wollen. Ich ordne das eigentlich immer ein in, also das ist der körperliche Ausdruck von Liebe, aber es muss auch eine beziehungsmäßige, in meinem kleinen Büchlein, die Liebesfalle habe ich ja unterschieden zwischen Körperlust und Beziehungslust. Ja. Ne? Und das Beste, was man erreichen kann, ist das Zusammenkommen. Ja. Ne? Es gibt Körperlust völlig ohne Beziehung, wenn man an Prostitution denkt zum Beispiel oder so. Ja? Aber eben für die Befriedigung ist es das Beste, man ist beziehungsmäßig befriedigt, in dem Sinne, dass ich durch auch die intime Begegnung erfahre, ich bin in Ordnung, ich werde gemocht, ich werde akzeptiert, ich bin bestätigt. Ja? Und das sich dann auch körperlich ausdrückt, davon bin ich überzeugt. Solche Menschen würden niemals in den Krieg ziehen, niemals. Also ist Liebe sowohl auf der sexuellen als auch auf der Beziehungsebene als die stärkste individuierende Kraft eigentlich das Präventivum gegen auch Manipulation, gegen Propaganda, gegen Gehorsamsbereitschaft. Ja. Deshalb immer wieder, wenn wir zurückdenken, es wird in der frühen Kindheit angelegt, diese Selbstentfremdung. Deshalb halte ich es für politisch am wichtigsten, dafür zu sorgen, dass die Frühbetreuung von Kindern durch Unterstützung der Eltern oder dort, wo Krippen unvermeidbar sind, dass die optimiert sind in der Betreuungsqualität. Dort werden die Weichen gelegt für die spätere Persönlichkeit. Und wenn ich es jetzt mal ganz böse sage, wenn wir in der aktuellen Politik erleben müssen, dass im Grunde nicht das Kind im Mittelpunkt steht, sondern das, was es Recht werden soll, und Leistung. Ist das im Grunde genommen die beste Garantie, dass man wieder Konsumenten und Soldaten produziert. Also entfremdete Menschen, die in ein kapitalistisches System passen oder irgendwie Gewalt. Also das sind dann nicht nur die Leute, die mit der Keule auf der Straße rumlaufen, sondern die auch Gewalt gegen die Natur, Gewalt gegen die soziale Gerechtigkeit, die dann nicht mehr existiert. Ja, also man muss das, man darf nicht nur die Leute, die wirklich zuschlagen, als die Gewalttäter ächten, das ist auch natürlich notwendig, aber auch sehen, dass wir in einer Art strukturellen Gewalt leben. Also je mehr die Natur ausgebeutet wird und je mehr ungerecht, unfair gehandelt wird und die Weltwirtschaft im Grunde genommen ungerecht ist, profitorientiert für die großen Konzerne, ist das strukturelle Gewalt. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Wenn wir vom Sexuelle nochmal aufsplitten wollen, auch in dem Thema Zärtlichkeit, das ist ein Thema, was mich auch gerade sehr beschäftigt, ist der Mensch, oder anders, sind wir nicht auch eine sehr berührungsfeindliche Gesellschaft? Es gibt doch in den nativen Völkern, Berührung jetzt so Körperberührung. Berührung, dass sich Menschen viel mehr anfassen, wenn man jetzt so in das Publikum schaut. Hier berührt sich gegenseitig keiner. Ist es, und da gibt es Menschen, die sagen, mal das Knie des anderen nehmen, mal so irgendwie eine Hand nehmen. Ne? Diese, so, jetzt geht's los, wunderbar. ist das nicht auch was ganz Natürliches? Ja. Ich habe erlebt, dass ich auf einem Seminar, so Leibarbeit und Körpertherapie ging, gemerkt habe, dass das sich nach 3 Tagen ganz automatisch eingestellt hat, dass ich fremde Menschen berühre. Wenn wir da in der Runde sitzen, mal ein Knie nehmen, natürlich fragt man, ne? Und dann irgendwie, und dann lehnt sich eine Schulter an. Und das hatte ganz ausdrücklich in meiner Empfindung in dem Moment überhaupt nichts Sexuelles. Das war sogar so absurd, dass es nach dem 3. Tag passiert ist, dass ich dann auf Toilette stand, ich erzähle jetzt einfach so. Und dann kam ein anderer Mann rein und ich hatte so den Impuls, der kam einfach, jetzt ihn von hinten so einfach keine Ahnung, die Hebammen sagen, glaube ich, Milchpunkt zu bereiben. Aber es hat irgendwas in mir hat dann die Hand, nee, machst du jetzt nicht. So. Mach sie jetzt nicht.
Ist es krank? Ist es meine, sage ich jetzt mal, Bedürftigkeit, dass ich quasi angefasst werden will? Ist das was Krankes? Und wenn das geheilt würde, hätte ich diesen Impuls nicht mehr? Oder ist es nicht andersrum sogar so, dass wir in einer berührungsfeindlichen Gesellschaft sind? Und wäre es nicht sogar ein natürlicher Ausdruck, dass zum Beispiel Berührungen stattfinden? Ja. Automatisch. Ja, also krank ist eher, wenn Sie die Hand wieder zurücknehmen. Ja? Okay. Aber das tun Sie ja, weil... Weiß nicht, vielleicht hätte das gerade gebraucht. Ne? Okay, aber die Gefahr ist groß, dass das missverstanden wird. Richtig. Und wenn ich an diesen ganzen MeToo-Hysterie denke, ja. Dann wagt ja keiner mehr das Knie des Gottes anderen. Gottes Willen. Das könnte ja sofort missgedeutet Absolut. Werden oder so. Ne? Also Berührung ist nicht nur natürlich, sondern sozusagen notwendig. Ja. Notwendig, damit wir uns menschlich gehalten, verstanden, angenommen, gemocht, berührt erleben. Und begriffen ja. fühlen. Ja. Auf einer anderen ja. Ebene begriffen ja. fühlen. Okay. Ja. Können wir uns da zum Beispiel von den Bonobos was abschauen? Die sind ja nur sehr berührungsfreundlich. Und da denken wir mal an Kopulation. Und was mir bei den Bonobos auffällt, die sind ja, man kann das sagen, fast aggressionsfrei. Das Aggressivste ist ja das Penisfechten, was man dort kennt, wenn es mal doch irgendwie um irgendwas geht. Und der verliert, ich weiß nicht, was die Kriterien jetzt sind, das wer zuerst oder wie auch immer. Aber auch der Verlierer wird ja dann sofort von weiblichen Bonobo-Affinnen berührt, gestreichelt, getröstet. So. Was dort aber natürlich nicht ist, dort weiß keiner von wem, wo das Kind ist. Und da ist immer so eine philosophische Frage drin. Es gibt Menschen, auch in meinem Kreis, die sagen, ich bin klar Polyamoriker von sich. Weil sie sagen, dieses Monogame, diese bürgerliche Zwangsmoral, ist doch etwas, was erst in den letzten 5 Minuten irgendwie des Zeitstrahls aufgetreten ist. Ist denn, also ich tue mich damit schwer, weil ich auch glaube für mich, dass nur in einer Monogamie eine gewisse Tiefe erzeugt werden kann, die man als freischwingender Bonobo so nicht erleben kann. Gibt es da ein richtig und falsch? Ist da zu viel Unterdrückung? Oder ist ein Mensch, der polyamorisch ist, ist der krank aus dualistischer Sicht? Oder ist ein Mensch, der monogam ein Leben lang, ist der krank? Wo kann man da Kriterien ansetzen? Also Sie machen ein großes Thema auf. Ja, ja. Die Antwort ist, der Monogame oder der Polyamoröse kann sowohl krank als auch sehr gesund sein. Okay. Ja, es kommt immer drauf an. Okay, ja, jetzt sind wir gespannt. Ja, also man kann monogam sein aus Störung, weil man sich nichts anderes traut. Oder weil man moralisch unter einem Gebot steht, du musst unbedingt treu sein oder sowas. Gegen die eigentliche Natur oder auch Verantwortung, ja. Und der Polyamore kann bindungsgestört sein und sagt, ich brauche viele Partner. Und also, aber geht nie in die Tiefe. Geht nie in die Tiefe oder so. Ja? Also deswegen kann man nie sagen, das eine ist richtiger oder falscher als das andere, sondern immer genauer hingucken. Warum ist das für diesen Menschen so? Was bedeutet es? Welche Motive, welche Hintergründe spielen eine Rolle? Und ja, wir fragen ja oft nach dem Leiden. Ja? Ja. Leidet einer, wenn er sich so oder so verhält? Ja, dann ist das ja schon mal ein Hinweis, dass es einen Konflikt gibt zwischen dem, wie ich mich verhalten muss oder soll und wie ich mich eigentlich verhalten möchte. Ne? Wobei, wenn ich jemanden ermutige, danach zu forschen, wie ich mich verhalten möchte, ist das noch keine Garantie, dass das stimmt. Das kann auch eine Fantasie sein, eine Übertriebe, etwas, was ewig zu kurz gekommen ist, jetzt übertrieben gewünscht wird. Ja. Also im Grunde genommen kann man das eigentlich immer nur ein Leben lang sich befragen. Es gibt auch nie einen Zustand, wo ich sage, jetzt ist das, so wie es jetzt ist, für alle Zeit richtig. Es mag jetzt aus dieser Situation oder wie ich mich befinde oder wie die sozialen Bedingungen sind, die beste Lösung sein. Ja? Oder es fängt an, in irgendeiner Richtung schief zu laufen. Also ich muss mich immer wieder mit den Verschiedenheiten, auch meinen verschiedenen Möglichkeiten, kritisch auseinandersetzen und brauche im Grunde genommen einen kritischen Dialog. Also für mich ist der beste Dialog der, dass man nicht jemanden um Rat fragt, sondern wie eben mit den Zwiegesprächen, dass man sich vereinbart, wir sprechen jetzt eine Stunde miteinander, dialogisch. Wir sprechen nur von uns. Von dem Hier und Jetzt. Ja, nicht von über was, über jemanden. So, ich teile
dir mit oder bin bemüht, mich so mitzuteilen, wie ich wirklich denke und fühle. Immer ich denke, ich wünsche, ich ängstige und so weiter. Ja. Damit hat der andere Gelegenheit, mal wirklich zu hören, wie derjenige denkt, mit der Vereinbarung, es wird nicht belehrt, ja, nicht kritisiert, nicht gewertet, nicht beraten. Okay. Das hat einen riesen Vorteil, weil viele Menschen, erst wenn sie sich mitteilen und wissen, sie werden nicht zensiert, ja, überhaupt sich entwickeln können, und gedanklich, ja, und emotional. Okay. Ja? Und wenn man da in Partnerschaft lebt oder in Freundschaft lebt und dann auf diese Weise sich der Partnerin, dem Partner mitteilt und auch hört und erlebt, wie der andere, ja, gerade sich befindet, ist das natürlich für die Beziehung wunderbar. Mhm. Ja. Vielleicht eine abschließende Frage dazu. Das erlebe ich in eigenen Therapien oder Seminaren immer wieder, dass gerade Menschen in langjährigen Beziehungen so bestimmte Phasen durchmachen. Erst ist so der Oxytocin-Rausch, rosa-rote Brille, meine Göttin, niemand macht was falsch. Und dann kommt so der Punkt, wo die Brille ein bisschen mehr glasig kriegt, dann sieht man die Joghurtbecher, die rumliegen, die offenen Schranktüren, die Klodecke, okay, und so weiter. Ja. Und dann kommt so das erste Mal so eine Erschöpfung rein und dann kommen ja meistens so Kinder. Wenn Kinder kommen, wird ja die Frau, so aus meinem Verständnis, von dem Thema Lilith, von dem Thema Eros, kommt sie zur Eva, kommt zu dem Thema, ja, und das ist so richtig und das ist ja, glaube ich, auch total wichtig, ich muss mich jetzt ums Kind kümmern, das Kind hat jetzt Vorrang. Jetzt fühlt sich der Mann das erste Mal narzisstisch gekränkt, zurückgeworfen. Später kommt die Frau irgendwann an den Punkt, wo sie vielleicht sagt, also Junge, ich wasche dir hier seit irgendwie jetzt, ich bin noch nicht deine Waschmatrone, ich wasche dir Wäsche, ich bekoche, ich mache, ich habe Kinder und irgendwann dann auch wieder merkt, da ist noch mehr in mir. Und dann kommen ja manchmal so die schwarzen Ritter um die Ecke oder die schwarzen Reiter und sagen, komm, ich hab da was und komm und steig auf mein Pferd. Lass uns in den Sonnenuntergang reiten und dann reitet sie davon. Also, und meine Idee ist immer wieder auch therapeutisch zu gucken, wie könnten wir denn das schaffen, durch diese Prozesse zu gehen, mhm, und vielleicht auch dann auch nach langjähriger Partnerschaft, Sexualität, nicht nur... Ich glaube, sie schläft ein. Es gehört, das ist, glaube ich, auch normal, dass sie an Punkten einschläft. Dass wir sie trotzdem auch wieder revitalisieren können und vielleicht sogar, das ist zumindest meine Idee, dann sogar noch in tiefere Tiefen bringen können. Mhm. Wenn wir es aushalten, unsere eigenen Prozesse in diesen narzisstischen Zurückwerfungen lösen zu können, reflektieren, mhm, zu können. Sie haben begonnen mit der Beschreibung einer Verliebtheit. Ja? Mhm. Die deutsche Sprache sagt schon, verlieben. Ja. Also es ist eine Störung. Wer verliebt ist, ist gestört. Absolut, ja. Und zwar deshalb... Gibt es da eine ICD-10-Diagnose? Nee. Das ist wohl noch einfach. Weil er oder sie jetzt glaubt, im Partner oder Partnerin das alles zu finden, was bis dahin gemangelt hat. Ja. Also praktisch die ganzen Mütterlich-Väterlichkeitsdefizite, ja, soll der Partner die Partnerin jetzt, ja, ausgleichen. Ne? Genau. Deshalb ist man verliebt. Man, ja, sieht sich den anderen jetzt Projektion, schön und, ja, wunderbar und so. Ne? Glückseligkeit. Und es kommt ja oft auch vieles von dem, was man so begehrt. Ja? Das kann nicht halten. Also die Verliebtheit hört auf, weil man ständig merkt, also... es geht nicht mehr, es erschöpft sich, oder, ne, und man wird süchtig und fängt dann an, Vorwürfe zu machen. Du liebst mich nicht mehr so wie früher und, ja, und damit ist praktisch alles schon verdorben. Also die Aufgabe, die zu jeder guten Partnerschaft gehört, ich sage das mal so, Eigenständigkeit in Bezogenheit. Eigenständigkeit in Bezogenheit. In Bezogenheit. Ja, das heißt, okay, jeder Partner sollte in der Lage sein, auch alleine gut leben zu können. Okay. Nicht mehr also nicht in der Abhängigkeit, in der Gebundenheit, dass der Partner, die Partnerin jetzt im Grunde genommen mein Leben mir, weiß ich, also lebensnotwendig ist. Ja, ja, so, ne? Also ich sollte was erst ja in eine Partnerschaft gehen, wenn ich sicher bin, ich kann auch gut alleine leben. Mhm. Sodass ich keine Verbesserung mehr für meine Möglichkeiten durch eine Partnerschaft erwarte, aber eine Partnerschaft dadurch besser wird, weil man jetzt eben sich ergänzen kann, sich helfen kann. Es macht eigentlich auch mehr Spaß, Sex zu zweit zu haben oder gemeinsam zu essen oder tanzen zu gehen oder sowas. Ja? Also dort stehen die großen
bereichernden Möglichkeiten einer Beziehung, wo es über meine Möglichkeiten hinausgeht, nur durch die Partnerschaft. Und das ist im Grunde genommen, ich glaube, das Wichtigste, dass man lernt, nicht das, was mir nicht gegeben ist oder ich nicht frei habe, vom Partner zu erwarten, ja, sondern dass ich daran selber arbeite und wir uns dann immer wieder ergänzen und verständigen können, was wir miteinander besser hinkriegen, aber was der andere auch nicht für mich sein kann. Ja. Zwiegespräche in der beschriebenen Form. Okay. Ja, vielen lieben Dank, Herr Maas, für dieses tolle Interview. Ich glaube auch, das war dem Publikum geschuldet. Ich glaube, wir brauchen das weiter. Wir nehmen das einfach mit fürs nächste Mal. Es war, glaube ich, auch total gewinnbringend für alle, das mal so mit Publikum mal erleben zu dürfen. Hat mich sehr, sehr gefreut. Vielen lieben Dank, dass Sie für dieses interessante Thema zur Verfügung gestanden haben.